Bist du mal André? Ja, André, es gibt ja bei der Außenpolitik, wenn es irgendwas nicht nach dem deutschen Mainstream oder was heißt deutschen Mainstream, nach der Staatsräson, die häufig in der Presse wiedergegeben wird, das Wort des Umstrittenseins. Und ich glaube, deine Aktionen, die manchmal in der Außenpolitik vorkommen, werden sehr häufig als umstritten beschrieben. Also ich persönlich glaube, das Wort umstritten kommt daher, weil man dir konkret nichts vorwerfen kann, aber umstritten, das schafft schon mal so einen Mythos. Aber da waren ja schon ein paar Dinge dabei, die diskutiert wurden, vor allem in der Presselandschaft. Und eine dieser Sachen war zum Beispiel dein Besuch in Venezuela, wo Leute gesagt haben, hey, André Junco war da, er hat sich mit Maduro nur solidarisiert und er stützt das venezuelanische Regime. Vielleicht willst du einfach mal dazu erzählen, wie das war in Venezuela, wen du da besucht hast. Und, ja. Also es war ja so, dass im Januar 2019 damals Trump plötzlich gesagt hat, ich erkenne jetzt als Präsidenten Venezuelas einen gewissen Herrn Guaido an, der überhaupt keine konkrete institutionelle Macht verfügte dort. Jules hat mich noch damals angerufen und gesagt, hey, weißt du, was da abgeht? Damals war es dann so, dass auch die deutsche Regierung ein Ultimatum von 5 Tagen gestellt hatte, dass Neuwahlen in Venezuela stattzufinden haben und dass sie andernfalls eben auch Guaido anerkennen. Und das war halt eine richtig krasse Nummer. Und ich habe halt gedacht, hier steht der nächste Regime-Change-Krieg vor der Tür. Es wurde ja auch flankiert mit Militärinterventionsdrohungen. Auch Guaido hat ja auch nach Militärinterventionen gerufen. Er repräsentiert sozusagen den radikalen Teil der ja schon eher rechtsorientierten Oppositionen in Venezuela. Und ich habe mir gedacht, es ist in so einer Situation total wichtig, dass man das Land besucht und auch versucht, ein eigenes Bild sich zu machen von der Situation vor Ort und den Akteuren. Und das wurde gleichzeitig total tabuisiert. Das habe ich direkt gemerkt. Ich hatte einen Antrag gestellt, einen Reiseantrag beim Auswärtigen Ausschuss. Eine Stunde später meldete sich die Bild-Zeitung und hatte schon einen Skandalartikel fertig geschrieben, sozusagen mit Steuergeld zum Diktator, mit der Überschrift. Damit ist dann sozusagen Maduro aus Bild-Zeitungssicht gemeint. Der Skandal war natürlich der, dass dies entweder vom Sekretariat des Auswärtigen Ausschusses oder von einem Obmann der anderen Fraktion direkt an die Springer-Presse durchgestochen wurde. Ich bin dann schließlich im April 2019 nach Venezuela. Ich habe ein umfangreiches Programm gehabt. Ich habe sehr darauf geachtet, sehr breite Gesprächspartner zu haben. Ich habe dann ja auch Guaido und Maduro am gleichen Tag getroffen. Ich habe den Kardinal getroffen, ich habe Hilfsorganisationen getroffen, soziale Bewegungen, Regierungsparteien, Oppositionsparteien. So einen Bericht gemacht, kann man alles lesen. Aber es gibt eben das eine Treffen mit Maduro, was dann hier in den deutschen Medien skandalisiert wurde und richtig die Schlagzeilen auch ein paar Tage beherrschte und bis heute sozusagen als großer Skandal gehandelt wird und als Grund, warum die Linke außenpolitisch nicht sozusagen regierungsfähig ist. Kevin Kühnert, oder? Kevin Kühnert sagt halt, das ist mit Junco kann deshalb kein Rot-Rot-Grün stattfinden und so weiter. Und es wird natürlich auch ganz bewusst praktisch die, ich sage nicht mal die halbe Wahrheit, sondern nur ein Achtel Wahrheit oder so vermittelt. Es wird nur ein Bild genommen, wo ich da relativ lächle auf dem Bild, wo es diesen Handshake gibt. Ich meine, wenn du einen Präsidenten irgendwie, egal wie du ihn findest, begrüßt, wirst du nicht um den Handschlag herumkommen. Jetzt mit Corona hättest du ein bisschen. Vielleicht noch vor Corona. Und
hatte einen ganz konkreten Grund, weil er, als ich reinkam, sagte er, oh, du bist aber so groß. Und dann habe ich gesagt, nee, du bist 1 Zentimeter größer. Das habe ich eben auf Wikipedia nachgelesen. Du bist 1,90, ich bin 1,98. Das sind so Sachen, die macht man halt, egal mit wem du da redest, versuchst du immer in so eine Gesprächsatmosphäre ein bisschen aufzulockern. Ich habe nie konkret mich positiv auf die konkrete Regierungsarbeit von Maduro bezogen. Ich habe auch sehr viel kritische Sachen gesagt, beispielsweise die Nummer, dass diese Polizeieinheiten in Venezuela, die Sondereinheiten in diesen Favelas, in diesen Vierteln, in den Barrios krass gewaltsam vorgehen gegen Kleinkriminalität und so. Und das hat stark zugenommen, seitdem Chavez nicht mehr an der Macht ist. Chavez hatte damals noch sozusagen noch so eine menschenrechtsorientierte Polizeiarbeit gemacht. Ich habe mit dem Leiter, der das damals geleitet hatte, mich auch getroffen und der beschrieben hat, wie das sozusagen immer mehr, immer weniger, gibt es aber viel auch in Lateinamerika, diese sehr brutalen Polizeieinsätze in den Barrios und solche Sachen, das habe ich überhaupt als erster thematisiert. Aber was ich schon gesagt habe, ich solidarisiere mich mit den Menschen in Venezuela gegen diese Intervention von außen. Es ist nicht Aufgabe von Heiko Maas oder von Trump zu definieren, wer Präsident Venezuelas ist, sondern das ist der Job der Menschen selbst. Das habe ich auch Maduro gesagt. Und das sozusagen insofern habe ich mich solidarisiert gegen diese äußere Intervention und die Militärdrohung. Was dabei eine ganz große Rolle spielt, ich glaube, das war am 23. oder 24. April 2019. Das war 6 Tage vor einem konkreten Putschversuch. Putsch ist ja nun keine Sache, die man so auf die leichte Schulter nehmen kann. Ja, ja. Es gab tatsächlich einen Putschversuch am 30. April, da war ich schon wieder hier in Aachen, wo Guaido da ja am Flughafen steht und man denkt, er hat den Flughafen eingenommen, aber er stand ja neben dem Flughafen. Und das wurde ja schon vorbereitet. Also zu der Zeit, wo ich da war, ist dieser Putsch praktisch schon in Vorbereitung gewesen, ja. Auch mit den Hinterleuten, wahrscheinlich vor allem aus den USA. Und wenn du da als Abgeordneter in so einer Situation auf einmal auftauchst und dich mit dem Präsidenten triffst, der gegen den geputscht werden soll, ist das nicht lustig. Und das ist auch, glaube ich, so ein Grund, warum die Aggression dann und die Kampagne gegen mich so heftig war. Ich bin ich halte das bis heute für völlig richtig, was ich gemacht habe, auch mit allen Seiten mich zu treffen. Heute ist es ja so, dass Guaido eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr spielt in Venezuela, also keinen Rückhalt mehr hat, auch in der Opposition nicht. Trotzdem bis heute die Bundesregierung bis zum heutigen Tag, noch vor wenigen Tagen bestätigt, Guaido für den rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas hält. Wofür es gar keine konstruierte Begründung mehr gibt. Die war ja damals noch ein bisschen konstruiert mit dem Parlamentspräsidenten, dass er mal war für ein Jahr. Aber das gibt es jetzt überhaupt nicht mehr. Trotzdem hält die Bundesregierung, im Unterschied auch zu manchen anderen EU-Staaten mittlerweile, noch daran fest. Ich halte das für einen Skandal, ich halte das für eine fatale Außenpolitik Deutschlands und ich finde es richtig, dass ich in dieser Situation dort war. Das ist ja nicht das Einzige, was sozusagen dir vorgeworfen wird. In Belarus gab es ja Wahlen vor kurzem und du warst ja eigentlich der Erste, der gesagt hat, es braucht eine neue Auszählung. So weit, so gut, könnte man eigentlich nicht skandalisieren. Danach hast du aber noch eine Presseerklärung rausgegeben und die hat für viel Wirbel gesorgt. Wie kam es denn dazu? Und also in Belarus waren ja letztes Jahr im August Präsidentschaftswahlen. Ich habe mich im Vorfeld schon im Juni letzten Jahres dafür eingesetzt, dass Belarus internationale Wahlbeobachter einlädt, konkret vom Europarat. Das müssen sie gar nicht formell, weil sie formell nicht Mitglied sind. Ich habe die Botschaft damals gebeten, das zu tun. Das haben sie gemacht. Allerdings sind diese Wahlbeobachter von Europarat und OSZE letztlich nicht gefahren. Es ist nicht ganz klar bis heute, warum
diese Delegationen abgesagt waren. Ich war auch Teil dieser Delegation. Es hat was mit Corona zu tun, das war ja mitten noch in dieser Corona-Zeit. Es gibt auch Vorwürfe der OSZE an die belarussischen Behörden, dass die Einladung zu spät gekommen sei und dass es dann keinen Sinn mehr gemacht hätte, weil auch der Vorwahlprozess halt wichtig ist mit Langzeitbeobachtung. Da sind manche Sachen noch ungeklärt. Und dann hat die Wahl ja stattgefunden und dann wurde das Ergebnis verkündet und das hat ziemlich offensichtlich wenig mit der Realität zu tun gehabt. Ich kann es natürlich nicht nachweisen, aber Lukaschenko hatte über 90%. Hatte, ich glaube, über 80 oder ja. über 80, 90%. Ich schätze mal, realistisch hätte er wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt 60% gekriegt. Aber es sind natürlich Spekulationen und mittlerweile denke ich, dass er keine Mehrheit mehr hat. Aber zu dem Zeitpunkt war es offensichtlich unrealistisch und als das Ergebnis verkündet wurde, habe ich als erster deutscher Abgeordneter mich dazu geäußert und gesagt, diese Wahl ist nicht glaubwürdig und es wäre jetzt nochmal gut, wenn die internationalen Wahlbeobachter, vor allem OSZE, wir haben halt die Infrastruktur dafür, sozusagen jetzt auch noch hinfahren, um sozusagen nochmal diese Auszählung zu überprüfen. Und es war sozusagen ein Vorschlag konkret und dann haben die anderen Parteien sofort, ohne auch sich bis auch nur ansatzweise mit den Wahlen selbst zu beschäftigen, sondern nur gesagt, ist gefälscht und haben sofort nach Sanktionen gerufen. Und das fand ich halt schräg. Ich habe immer mehr das Empfinden, dass in Deutschland, in der EU, wenn irgendwo auf der Welt ein Problem entsteht, was ich ja auch wahrnehme und kritisiere dann das Problem, dass es aber gar keine Auseinandersetzung mehr mit dem Problem gibt oder auch damit, wie das gelöst werden kann oder wie man da auch sozusagen intervenieren kann, zum Beispiel durch Neuauszählung war ja der Vorschlag, sondern sofort der Ruf nach Sanktionen kommt. Also wo ich dann immer mehr das Gefühl habe, die Sanktionen entwickeln so eine Art Selbstzweck. Ersetzen Diplomatie oder Gespräche. Ersetzen oder Diplomatie und dienen eigentlich dazu, die EU auch als Strafinstanz, als imperiale Strafinstanz sozusagen zu etablieren, anstatt zu versuchen, die Möglichkeiten, die man auch vielleicht hat, diplomatisch mit Wahlbeobachten, mit zivilen Mitteln und so weiter, versuchen, das Problem zu lösen. Und das hat man jetzt gemacht mit Belarus. Das hat sich ja weiter eskaliert. Jetzt gab es ja diese Flugzeugentführung. Auch das habe ich ja sehr deutlich kritisiert. Aber ich frage mich, ich habe auch da eine Anfrage gemacht an die Bundesregierung, inwieweit diese Sanktionspolitik, die in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat, überhaupt, wo sie überhaupt mal Ergebnisse gebracht hat. Also das wäre ja eine Idee, dass man sagt, wir schauen erstmal. Ja, man macht das ja die ganze Zeit und evaluieren. Ja, wir schauen jetzt Russland mit der Krim und dann gab es Wirtschaftssanktionen. Und so, wo hat denn jetzt mal eine Sanktionspolitik, also eine Verhaltensveränderung herbeigefügt in Richtung dessen, was man damit eigentlich wollte? Ja. Und die Antwort war irgendeine, ich weiß nicht mehr welches, war eine winzige Südseeinsel. Da hätte es mal irgendwo eine Verhaltensänderung gegeben. Okay. Also de facto nicht. Ja. Genauso letztlich wie mit den Militäreinsätzen. Ne? Es ist sozusagen Instrument, aber es bedient sozusagen das innenpolitische Bedürfnis zu bestrafen, weil da ist was, findet was Schlimmes statt. Ich verstehe das völlig. Ich sage nur, das müssen internationale Gerichte tun. Die EU ist nicht das Weltgericht. Ja? Da muss man internationale Gerichtsstrukturen stärken. Bin ich immer dafür, wenn Lukaschenko vor Gericht kommt, von seinen eigenen Leuten oder vor einem internationalen Gericht. Aber die EU ist kein Weltgericht. So, das ist sozusagen meine Haltung dazu. Und dann hatte ich eine zweite Pressemitteilung am zweiten Tag, am Dienstag gemacht, wo ich dann diesen Gedankengang sozusagen runtergebrochen habe, mich gegen diese Sanktionen ausgesprochen habe. Und dann ist ein unfassbarer Shitstorm losgegangen in den Mainstream-Medien, wo ich als Lukaschenko-Freund sozusagen dargestellt werde, als Diktatorenfreund. Weil du die Gewalt nicht verurteilst, obwohl du das gemacht hast in der ersten Presse. Ich habe in der ersten Presse natürlich die Polizeigewalt verurteilt. Ja? Wir haben ja auch Genossen, mit denen habe ich auch gesprochen,
von der Fair World Party, also Partei für die gerechte Welt, ist eine Schwesterpartei der Linken in Belarus. Ich habe mit denen Videokonferenzen gemacht, die waren im Knast. Ich habe mich mit denen sozusagen digital getroffen. Sie haben sich auch bedankt für die Unterstützung und so weiter. Aber ich habe dann nicht nochmal in der ersten Pressemeldung habe ich das alles verurteilt, in der zweiten habe ich es nicht. Und dann haben sie so getan, als ob ich die Polizeigewalt gut finde. Hm. Ja, einfach, obwohl ich das. Und sie haben die so geschrieben, du siehst richtig einen Artikel in der FAZ oder so, du siehst, die Artikel sind so geschrieben, dass sie wissen, dass ich es in der ersten verurteilt habe. Aber nicht schreiben. Aber sie haben dann so geschrieben, so formuliert, dass ich auch nicht dagegen klagen kann. Ja? Ja, ja. Wenn es falsch darstellt, explizite Falschdarstellung, kannst du klagen, sondern sozusagen den Eindruck erweckt, ich finde das geil und so weiter. Aber es geht um die Frage, und deswegen waren sie auch so sensibel, weil ich da schon mich frühzeitig zu geäußert habe. Ich war in der letzten Präsidentschaftswahl in Belarus, ich als einziger Abgeordneter, die anderen haben sich nie damit dafür interessiert. Und deswegen hatte die erste Pressemitteilung eine gewisse Wirkung gehabt. Ja. Und das wollte man halt verhindern, weil die deutsche Linie ist halt Sanktionsregime aufbauen, Konfrontationspolitik, militärische Aufrüstung. Was passiert denn jetzt? Ja, jetzt dadurch, dass jetzt auch die Fluglinien nach Europa geschlossen sind, man hat ja den Flugraum letztlich jetzt gesperrt nach der letzten Aktion, führt das dazu, dass Belarus richtig krass in die Arme von Russland gedrückt wird, auch die Menschen sozusagen fast nur noch über Russland ausreisen können und hat ja also eigentlich die gegenteilige Wirkung von dem, was man meint, was hier die Politik ist, weil Lukaschenko war ja jemand, der hat versucht sozusagen, der war ja überhaupt kein Putin-Mann, Putin mochte den überhaupt nicht, der hat versucht sozusagen zwischen Russland und der EU zu pendeln und jetzt ist er völlig auf Russland angewiesen. Also das ist doch keine sinnvolle Außenpolitik. Ja, du hast eben Krim angesprochen, das ist ja auch so eine Sache, die dir immer vorgeworfen wird, deine Besuche, also jetzt in dem Fall nicht genau die Krim, sondern die Besuche in der Ostukraine. Ich glaube, du warst da mit Wolfgang Gerke. Wie kam es dazu? Ich meine, in der Ukraine war damals Bürgerkrieg und du bist, glaube ich, da hingereist. Wie durftest du das? Wie war das? Der Bundestag wollte das nicht genehmigen? Oder? Nee, das war also Krim. Erstmal Krim war ich nie. Ich bin auch gefragt worden, wann war das? Im Februar, März 2014, das Referendum zu beobachten. Ich habe mich manchmal gefragt, ob es vielleicht gut gewesen wäre, es zu machen, ohne es zu legitimieren. Du hast ja manchmal Situationen in der Außenpolitik, wo es echt was bringen würde, wenn du das mitkriegst. Und das war dieses Krim-Referendum so. Ne? Aber gleichzeitig war ja auch die Frage, ob die Krim sich nach dem Umsturz, dem Putsch praktisch in Kiew, ja auch mehrheitlich sehr pro-russisch orientiert war, ob sich die Krim von der Ukraine abspaltet und Russland anschließt. Das war, also da ging es beim Referendum konkret um die Abspaltung von der Ukraine. Ich finde es manchmal wichtig, in solchen Situationen wirklich einen Augenzeugen, also einen direkten Eindruck zu kriegen. Zum Beispiel wie beim Referendum am 1. Oktober in Katalonien, da war ich ja auch da, 2017. Ich habe immer gesagt, ich bin hier sozusagen nicht als Wahlbeobachter, der sagt, das ist legitim, sondern ich bin hier als Zeuge. Da gibt es unterschiedliche Kategorien. Wahlbeobachter beinhaltet Strukturen, die in der Lage sind, die Legitimität einer Wahl auch zu beurteilen. Das hat vor allem die OSZE, die haben halt diesen infrastrukturellen Apparat. Und im Englischen gibt es Observer, Monitoring, da gibt es verschiedene Begriffe, im Deutschen ist es schwierig. Aber ich frage mich natürlich schon, bei der Krim hätte man nicht zum Beispiel da auch hinfahren sollen, im März 2014, ja. Weil da wird ja auch alles Mögliche erzählt. Und kein Mensch. Du weißt es ja nicht. Letztlich haben wir unsere Informationen über Geheimdienste dann. Ne? Und eigene Eindrücke sind natürlich unglaublich stark. Ich habe es nicht gemacht. Ich fand das zu krass. Also ich wollte auch natürlich nicht legitimieren. Es kam ja dann auch zur Sezession der Krim und zum Anschluss an Russland, der auch genauso völkerrechtswidrig war wie die Abspaltung des Kosovos.
was Donbass anging, wo ich dann schließlich genau, war. Das war ja dann, kam ja im Laufe des Jahres 2014, im Sommer 2014 war der Höhepunkt dieses Krieges. Ich habe das im Detail miterlebt, wie das sich sozusagen entwickelt hat. Ich war im April 2014 in Donetsk im Bundestag zusammen, als die Entscheidung gefällt wurde, die Armee, die ukrainische Armee gegen die Separatisten einzusetzen, die zu dem Zeitpunkt Föderalisten waren. Die wollten eigentlich eine föderale Struktur haben, weil Ukraine ist sehr zentralistisch. Die wollten so eine föderale Struktur wie in Deutschland. Ich war im Mai 2014 da, als die Präsidentschaftswahlen waren von Poroschenko, wo sie mir führende ukrainische Offizielle gesagt haben, nach dieser Wahl geht es richtig los mit dem Krieg. Wir haben alles vorbereitet. Das war eine krasse Geschichte. Und dann war ja in dem Sommer wirklich der richtig krasse Krieg mit über 10.000 Toten im Donbass. Und dann war ich im November 2014 in der Ukraine, mit vielen Leuten gesprochen, aber auch dann auf russischer Seite in den Flüchtlingslagern von den Menschen, die aus der Ostukraine nach Russland sind. Damals sind so 1,5 Millionen der Menschen aus der Ostukraine, wo der Krieg war, nach Russland geflohen und ungefähr auch knapp 1 Million in die Ukraine rein. Manche auch nach Belarus und so weiter. Ne? Die Leute sind halt dann geflohen, wo der Krieg war. Und in diesen Flüchtlingslagern auf russischer Seite bei Rostow am Don haben mir die Frauen vor allem, das waren überwiegend Frauen, erzählt, wenn ihr irgendwas tun wollt für uns, unterstützt dieses Kinderkrankenhaus in Golovka. Das ist eine Republik, sogenannte Republik Lugansk. Und da haben wir eine Spendensammlung, war kurz vor Weihnachten. Die Leute hat das sehr bewegt mit diesem Krieg. Wir haben eine Spendensammlung gemacht, Wolfgang Gerg und ich, nur zwei Abgeordnete, ganze Fraktion. Wir sind völlig überwältigt worden von dem Eingang dieser Spenden. Eine Summe am Ende über 140.000 Euro gekriegt und haben dann überlegt und haben versprochen, wir kümmern uns persönlich darum, dass das alles in dieses Kinderkrankenhaus kommt. Und wussten nicht, wie wir es umsetzen sollten. Dann haben wir dann die ukrainische Botschaft gefragt, aber dann die haben nicht geantwortet. Man hätte dann auch durch die Kontaktlinie, es war ja ein offener Krieg an der Kontaktlinie, da durchgemusst. Ja, weil wir keine Möglichkeit sahen, sind wir nach Rostow am Don, auf die russische Seite, haben dort 4 LKWs beladen, 2,8 Tonner, Apothekengroßhandel. Rostow am Don ist eine Millionenstadt. Wir hatten die Listen von dem Krankenhaus, was die brauchen. Die haben wir abgearbeitet, haben die 4 LKWs bestückt und sind dann mit diesen 4 LKWs rübergefahren nach Donetsk und haben sozusagen dann weiter nach Golovka gefahren. Und sozusagen dafür gesorgt, dass das da ankommt. Und unser Problem war, dass wir waren eigentlich eine 6-köpfige Delegation mit Journalisten, mit Fotografen, mit Dolmetschern und so weiter. Und die sind nicht rübergekommen über die Grenze, sodass wir nur zu zweit waren. Und die Bild macht sozusagen, oder sagen wir mal so, wenn du in ein Kriegsgebiet fährst, das war ja Kriegsgebiet, das war ein offener Krieg, bist du immer auf Kooperation mit den Machthabenden angewiesen. Und als wir dann sozusagen in Donetsk waren, kriegten wir einen Anruf Sachatschenko. Das war der sozusagen der Machthaber in Donetsk, ob wir zu einem Gespräch bereit sind. Und das war unmittelbar nach den Verhandlungen von Minsk II. Und zwar ist ja heute immer noch das Abkommen, das sozusagen in der Lage ist, diesen Konflikt zu regulieren. Das wird auch offiziell anerkannt, auch die Bundesregierung sagt das ja auch. Und diese Verhandlungen waren gerade zeitgleich, als wir in Rostow waren. Und Sachatschenko ist von diesen Verhandlungen nach Donetsk und wir hatten die Möglichkeit, mit ihm zu reden. Und natürlich, wir waren natürlich in der Gewalt letztlich der Separatisten und haben gesagt, okay, machen wir. War auch ich sag mal, es war interessant. Wir haben viele Informationen gekriegt, die sozusagen woanders nicht zu kriegen waren. Zum Beispiel, dass die Balzewo nicht gelöst wurde in Minsk II. Da gab es dann noch weiterhin Kämpfe. Aber dass wir da waren und dass wir überhaupt mit Sachatschenko, dass es dieses Foto gab, ne, irgendwann. Dass es dann, als wir da rauskamen, das Foto gemacht wurde. Ja. Das ist sozusagen das, was mir heute vorgeworfen wird.
Auch dazu, wir hatten am Montag danach, das war ein Samstag, als wir da waren, am Montag früh danach Pressekonferenz in Berlin. Da haben wir alles erzählt, detailliert, was wir gemacht haben, wo wir waren, mit wem wir geredet haben. Da waren die großen Medien da. Das hat keinen interessiert. Aber erst am Donnerstag der gleichen Woche, wo dieses Foto veröffentlicht wurde und skandalisiert wurde, ist das praktisch zu einem Skandal gemacht worden. Ja, ich finde, dass man auch als Abgeordneter in so Krisenregionen fahren sollte. Das ist nicht immer leicht. Du triffst noch nicht nur nette Leute dort. Aber alles, was wir da kommuniziert haben, auch so weiter, es hat sich auch zum Teil bestätigt nachher. Ich glaube, sowas ist, sollten das mehr machen. Abgeordnete und Journalisten auch in Regionen fahren und Informationen aus solchen Regionen nicht nur irgendwelchen Medienberichten oder Geheimdienstberichten letztlich überlassen. Aber das ist das, was mir nach wie vor. Deswegen du umstritten bist. Deswegen bin ich umstritten. Deswegen kann es keine rot-rot-grüne Regierung geben. Deswegen müsste Hunko eigentlich weg, abgezogen werden aus der internationalen Politik und so weiter. Aber es gab einen schönen Satz, den hatte damals Petra Sitte gemacht. Wo es kuschelig ist, muss Politik nichts leisten. Das gilt gerade für solche Regionen.